Na gut, dann tun wir selbiges. Hoffen, dass mal keiner Verdacht schöpft. Willkommen, Sir. Darf ich Ihre Mitgliedschaftskarte sehen? Eines unserer Ziele, der mächtige Politiker, sollte hier in dem Restaurant sein. Was machen wir, Joker? Gehen wir rein. Danke, dass Sie Ihren Beweis Ihrer Mitgliedschaft erbracht haben, Sir. Bitte gehen Sie hinein. Ja, wir sehen auch überhaupt nicht verdächtig aus. Die Tische, die mit einer blauen Blume markiert sind, sind für unsere Spezialgäste reserviert. Bitte setzen Sie sich nicht an diese Tische. What? Spezialgäste? Ja, wen interessiert's? Es ist... Ein reservierter Sitz in speziellen Formationen. Das könnte uns zu dem Politiker führen, nach dem wir suchen. Ja, der... Echt jetzt? Echt jetzt, der wird sich bestimmt dir was reserviert haben. Diese Möglichkeit ist dir nicht in die Gedanken gekommen. Ah, jedenfalls setzen wir uns an einen Tisch. Mann, das ist ziemlich luxuriös hier. Selbst das Essen sieht super gut aus. Oh ja, das sollte man erwarten. Versuch nicht zu aufgeregt zu klingen, okay? Du versetzt oder du blamierst uns hier noch. Ah. Na gut. That must be the table. Right. That influential politician comes here. Why don't we have a seat at the table next to it and wait for him? I'll go. He may become guarded if we go in a big group. Das ist eine gute Idee. Wouldn't it be odd with just one girl sitting there though? Does someone want to come with me? Fox. Hold up. I'll go with her. Okay. That's fine with me. Oh, okay. I mean, dude, it's a restaurant. What are you, a preschooler? War klar, dass sie wieder Zweifel aufbringen muss. I was wondering why you were so excited about this. Das klingt sehr ermutigend. Teamwork, ne? Go Team. Why isn't anyone asking me to do this? Weil du am ungewöhnlichsten aussiehst. All right, we're going in. Everyone else stay nearby. I'll give the signal when the time is right. Man, what should I eat? Steak. You can't get full off of food in a palace. Da ist wohl was dran. He's as dumb as ever. I can't read this. I'll have the sautéed foie gras, a salad garnished with truffles, and roasted lamb, please. Welch ausgezeichnete Wahl. I can't believe you can order so easily like that. Say, ain't we kind of young compared to the others here? They're all involved with Shido, yeah? They seem to be major figures in the political and financial worlds. On whose permission are you sitting there, brat? Oops. Das ist nicht gut, oder? Whose? I don't see any reserved sides or nothing here. It'd be a nuisance if you'd make a racket next to my table. Wir haben doch gar nichts getan. I wish to dine leisurely. Children like you who are simply hungry should leave. Jesus, Mom. What was that? Oh yeah. Skull, be quiet. Was ist der Typ schon, ne? Sorry. I apologize for our discourtesy.
If you understand, then go home. Excuse me, but might you be Mr. Oe? Indeed I am. Oh, Volltreffer. This will be an impudent request, but would you provide us a letter of introduction to Mr. Shido? Sehr direkt gefragt. From the looks of it, you appear to be minors. Why do you need an introduction? Schulprojekt, oder? We wish to be granted an audience with him. His political ideology resonates so much with us. Genau, wir sind die Zukunft. Of course, the same can be said about you, Mr. Oe. You have quite the silver tongue for one so young. Not that I mind it. Are you a high school student? Gift of the silver tongue. Yes, sir. They say it's the mark of a good officer. Speaking of high school, end of a liar. I heard that some principal somewhere kicked the bucket. He supposedly tried to leak Mr. Shido's name. Aha. Had he simply obeyed, he could have remained in the upper echelons. To think he would cast all that away. Deswegen musste der Rektor also sterben. An elite such as myself can't even fathom why someone would do such a thing. If you pledge your loyalty, you're given the honor of selecting those who would have mental shutdowns. Ach, du ahnst es nicht. Did you ask Mr. Shido to trigger a mental shutdown in someone as well? Hm? Ah, more or less. Ah, schuldig im Sinne der Anklage, hä? Considering your caliber, I would assume that the target must have been someone quite important. Vielleicht sein Gegenkandidat oder sowas. Important? No. The target himself was nothing that impressive. Oh, you must be being modest. You recall the subway accident early last spring? The one I had targeted was that engineer. Ach du Heiliger! That was you? It was to take out the president of some company and a diplomat who sided with current government. Oh my god. I see. That was very useful, Mr. Oe. Hmm? Actually, my sister is a prosecutor at the public prosecutor's office. Haben wir Geständnis, wa? I could pass on what you just said to her. How about it? Won't you give us a letter of introduction? Und schon haben wir ihn bei den Eiern. Is that a threat? Who are you two? The letter of introduction, please. Don't get cocky, brats. I'll never give you one. Das werden wir noch sehen. Looks like you have one, though. Well, guess it's time to use brute force. Guys! Ah, okay. Er ist doch nichts weiter als ein dämlicher Shadow. Ja, aber interessant zu erfahren, dass er diesen Ingenieur bei der U-Bahn da... Oder den Fahrer der U-Bahn, den wir in einer der ersten Cutscenes gesehen haben, als das Spiel anfing. Oder in einer dieser ersten Anime-Sequenzen, wo dieser Unfall da war, den Shutdown hat er also verursacht. Na komm, dafür wird der Wichser jetzt bluten. This is my other self. Oh, scheiße. Kein Eis. Ja, komm, lass mal hier mit angreifen. Oh, und da war die Schwachstelle. Sauber. Das hilft schon mal sehr gut weiter. Physischen Angriff, der macht auch ein bisschen Schaden. Und er erhöht seinen Angriff. Ah, soll mir recht sein. So, ja, komm hier. Haben wir glücklicherweise einen Psio-Angriff in unserem Arsenal, also nutzen wir es auch aus. Vielleicht reicht das schon, um Platz zu machen. Ja, sehr gut. Guter Kampf.
So, und jetzt reden wir nochmal über unser Einladungsschreiben, mein guter Freund. Yeah. Alles klar, wir haben das Einladungsschreiben. Bitte, lass die Wahrheit dieses U-Bahn-Unfalls bitte ein Geheimnis bleiben. Oh, jetzt bettelt er sogar. Also schön. Jedenfalls, es sieht so aus, als ob Rektor Kobayakawa doch eine Verbindung zu Shido hatte. Ja, in der Tat. Seine ganzen Telefonate, die er da geführt hat. Kein Wunder, dass er so penetrant war, Informationen über die Phantomdiebe auszubuddeln. Und da draußen muss jemand sein Autoradio volle Pulle aufdrehen. Naja. Aber dennoch, ich kann nicht glauben, dass Shido ihn mal so ganz lässig umgebracht hat. I should have known. Die ganze Nation ist unter Wasser in diesem Palast. Er muss dabei nichts gefühlt haben gegenüber diesem einen mickrigen Typen. In jedem Fall, selbst dadurch, dass der Politiker nur eine kognitive Erscheinung war, hat er sich in ein Monster verwandelt. Bis zu Kaneshiros Palast waren diese kognitiven Wesen nichts weiter als schwache Präsenzen. No. Nein, dieser Oe-Typ war nicht nur einfach eine Kognition. Hä? Aber er hatte die Erinnerung und das Aussehen einer tatsächlichen Person. Er war vermutlich ein Shadow, fusioniert mit einer Kognition. Es ist so, als würde man Shadows menschliche Haut tragen lassen. Ah. Cyber? Shadow? Na, egal. Ich habe noch nie so etwas wie das gesehen. Solche Kraft ist normalerweise nicht möglich. Wartet mal, war Shido nicht derjenige, der die Forschung zerstört hat, die Oracles Mutter bezüglich der Kognition betrieben hat? Das stimmt allerdings. Das könnte gut zusammenpassen. Could it be? Oh, glaubst du, das war es, als er als er das getan hat, hat er die Ergebnisse für seine eigenen Zwecke verwendet? Ja, wäre ziemlich dumm, wenn er das nicht getan hätte, oder? Naja, Shido. Alles, was wir soweit wissen, ist, dass Shido ein paar geheime Tricks auf Lager hat, die es ihm erlauben, mit seinem eigenen Palast herumzuspielen. Wir müssen von nun an sehr vorsichtig sein. Ja, das ist wohl richtig so. Aber nun ja, gut. Ja, den ersten haben wir. Vier verbleiben noch. Oh. Yes, of course. I will continue accepting them, even after I am inaugurated as Prime Minister. As expected from you, Mr. Shido. You are truly a reliable man. Geheimes Telefonat zwischen den beiden, ne? And in return, I only ask for your continued support. Standing up to the world does require money. Also ja. Of course. I'll make sure to prepare compensation as thanks for your help in cleaning up. The incident with that accident in spring was very beneficial. This is all thanks to you, sir. If the study of cognitive science progresses, I believe it's possible to increase the target range. Ah, war auch noch, als er da ziemlich am Anfang stand. Was seine...
Forschung an. I bid you good luck with that endeavor. I hope you will continue to assist us. Ja, im Endeffekt hat er ihn wahrscheinlich auch nur ausgenutzt. Naja. Hey. Wen sollen wir als nächstes ins Visier nehmen? Wir brauchen noch 4 weitere Schreiben. Der Karte zufolge wird uns der Fahrstuhl da hinten auf das Pooldeck führen. Okay. Wenn unsere Informationen stimmen, dann ist dort dieser Womanizer da unten. Ja. Ich bin dafür sowas von nicht bereit. Naja. Okay, True Winners in a Game Called Life. Ja, leck mich doch. Dann nehmen wir doch mal den Fahrstuhl. Und begeben uns zum Pooldeck. Um uns den nächsten der VIPs zu schnappen. So, sind jetzt aber hier auf dem... einen ziemlich großen Wirrwarr aus Fluren. Da geht schon mal nicht durch. Naja, okay. Oh, wartet mal kurz, Leute. Was? Moment mal, was soll das jetzt? Warum sind wir Ratten? Was zur Scheiße? Wir sind Mäuse? Okay, dann sind wir Mäuse und keine Ratten. Aber was geht hier vor? Da stimmt doch irgendwie was. Absolut nicht. Das ist unerhört oder sowas in der Art. Das kannst du wohl laut sagen. Ach, fahr zur Hölle, Inari. Könnt ihr nicht einfach hier zurückkommen? Schön kaltblütig diese Wortwahl. Okay, und wir sind wieder normal. Thank goodness. Gott sei Dank, wir sind wieder menschlich.